Heute ist Dienstag, ja, und es gibt ein Haul von mir, weil ich gerade zufällig unterwegs war. Eigentlich war ich nur unterwegs, weil ich Wandfarbe kaufen musste für meinen Mann. Der hat gesagt, ich muss los, und dann wollte ich noch Aufbewahrungssachen beim Action kaufen. Und dann wollte ich noch Bananen kaufen und Gurken beim Aldi. Aber es ist viel, viel mehr geworden, dass sich sogar lohnt, ein Haul zu machen. Deswegen gibt es jetzt einen Action-Haul und einen Aldi-Haul, also einen Aldi-Zwischeneinkauf-Haul, würde ich sagen. Food-Haul, Zwischeneinkauf. Zwischeneinkauf in Anführungszeichen, weil eigentlich wollte ich ja nur Gurke und Banane kaufen, aber naja, dann kam das und das. Und ja, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange einfach jetzt mal mit dem Aldi an. Ja. Fangen wir mal mit dem Aldi an. Dann haben wir die Lebensmittel schon mal weg. Beim Aldi kam dann mit, also wie gesagt, beim Aldi wollte ich eigentlich nur Bananen, und weil die Bananen sind uns ausgegangen, und Gurken. Genau. Mitgekommen ist 3 Semmeln, jeweils 14 Cent, 2 Brezen, 29 Cent. Dann war dieses Butter-Knusperstangen, waren deshalb voll oft beim Aldi ist was runtergesetzt. Die haben ja immer Aktionsware, und irgendwann ist Aktion vorbei sozusagen, und dann setzen sie es runter. Und das war auf 1,49 runtergesetzt, und so Blätterteigstangen, das hat sich irgendwie voll lecker angehört. Ja, und ich bin mit Hunger einkaufen gegangen, noch schlimmer. Dann kamen einmal noch Frischeiwaffeln mit für 89 Cent. Die finde ich voll praktisch, weil die einzeln verpackt sind für die Brotzeitdosen für die Mädels. Dann eben meine besagten 2 Gurken. Die waren im Angebot für 55 Cent. Und ja, deswegen kamen gleich 2 mit. Dann, die ich ja nicht beim Kaufland mehr finde, weil beim Kaufland die ständig ausverkauft ist, habe ich sie jetzt beim Aldi gefunden. Ich hoffe, die schmeckt genauso gut wie beim Kaufland. Eingefrorene Lasagne für 1,29. Dann wieder diese Aktionsware, Jelly Beans, die waren runtergesetzt auf 1,29. Dachte ich mir, da freut sich meine Große bestimmt. Mini Brownies, boah, die sind so, so lecker. Das ist auch Aktionsware und gibt es nicht immer, war auch runtergesetzt auf 1,19 €. Und deswegen haben wir 2 mit. Ja, die sind echt verdammt lecker. Dann waren die auch noch runtergesetzt. Da mussten natürlich gleich 2 Pakete mit. Also ihr seht schon, es ist ein total ungesunder, weiß ich nicht, Haul. Ungesunder Zwischeneinkaufen-Haul. Dann kamen mit Nostalgie-Tüte. Da meine Große so fleißig geholfen hat oben im Dachboden, dachte ich mir, ich bringe die mit. Die mag das total. Das sind halt solche Ketten aus Traubenzucker, und ja, kennt ihr bestimmt, so Nostalgie aus der Kindheit. Waren auch runtergesetzt auf 1,49, und da dachte ich mir, da gönne ich ihr das doch mal. Gönne ich dir das mal. Mein heller Ketchup war auch im Angebot für 1,55 €, und da musste ich den gleich mitnehmen. Ich habe ja die Nachmache vom Kaufland mitgenommen, und ich finde, die schmeckt halt absolut nicht wie der heller Ketchup, oder wie heißt denn das? Heller, ja. Gewürzketchup, absolut nicht. Kein Vergleich. Sorry, nee, war ein Flop, war ein Fail. Deswegen kam mein geliebter Gewürzketchup wieder mit. Und was ich mit dem anderen mache, keine Ahnung, muss ich trotzdem essen, obwohl ich mir jetzt den leckeren da habe. So ein Mist. Bananen, das Kilo 99 Cent. Ja, wenn man bedenkt, dass ich nur wie Gurken und Bananen dahin gefahren bin. Dann habe ich noch eine Cola Light mitgenommen, weil wir gerade keine mehr hatten. Also hat sich ganz gut, war ganz praktisch, dass ich dort war. Für 39 Cent kam die mit. Wohin damit? Mein Gott, jetzt habe ich so einen kleinen Food-Haul und weiß jetzt noch nicht mal, wohin damit, ne? Dann kam noch mit Pizza, weil ich mir gedacht habe, zum Mittagessen gibt es jetzt Pizza. Ganz schnell, ganz einfach. Ja, die war auf 2,29 € auch runtergesetzt, warum auch immer. Ich glaube, vorher 2,59 €, jetzt 2,29 €. Es sind 2 Pizza drin, Speziale, Salami mit Schinken und Pilzen. Ja, insgesamt habe ich beim Aldi ausgegeben 17,05 €. So, das war der Aldi. Dann, ach so, ja. Warum ich eigentlich losgetuckert bin, war dieses Monster hier, diese Alpina-Farbe. Oh, und es musste, mein Mann hat gesagt, es muss Alpina-Farbe sein. Es muss Alpina-Innenweiß-Farbe sein. Leute, dieses ganze Kübelding hat 38,99 € gekostet. Völlig überteuert. Völlig. Aber ich musste es kaufen. Da ist da mein Mann ein bisschen pingelig in solchen Sachen. Also 38,99 € einmal im Baumarkt für Alpina-Farbe. Und dann war ich noch bei Action. Bei Action kam einmal mit dieses Farbroll-Upset, weil mein Mann eigentlich gesagt hat, er braucht das hier in klein, also so ein
das ist ja der große Abroller und er hat gesagt, er braucht den kleinen Abroller, aber da das gerade im Angebot war für 2,99 €, habe ich mir gedacht, nehme ich das ganze Set auch mal mit. Ist immer praktisch im Keller zu haben, weil irgendwo muss man immer streichen. Das Ding hat hier 87 Cent gekostet mit so zwei extra Rollen drin, was er eigentlich nur wollte. Dann habe ich die zwei süßen, die zwei, nein, es ist nur ein Paar Schuhe, Schüchchen gesehen in Größe 25, total süß für 2,59 € und für den Garten, für meine Kleine, habe ich mir gedacht, perfekt, das ist jetzt Größe 24, ich hoffe, ihr passen die, die hat jetzt gerade so 22, 23, aber bis die Gartensaison richtig anfängt, dauert es ja noch ein bisschen und die gab es halt nicht kleiner. Ich fand die irgendwie voll süß und für 2,59 € ideal für den Garten. Jetzt kommt wieder nur Naschkram, kann ich ja gleich Foodroll nennen, das Ding. Die sahen aus wie die Nachmache von Bueno. Irgendwie sahen die so Bueno-mäßig aus. Hat nur 79 Cent gekostet und das teste ich mal aus. Dann kam natürlich wieder mit meine Coloradios oder Coloridos. Coloridos. Wisst ihr ja, liebe ich aus dem Action für 1,29 €. Die habe ich also früher sonst immer im Kaufland gekauft. Da gab es einen 6er-Pack für 1,29 €. Auch 1,29 €, aber nur 6 Stück. Und hier sind 8 Stück drin, also wieder günstiger. Und schmecken einfach göttlich. Göttlich, sage ich euch. Göttlich. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und dann habe ich noch so einen Happy Mix mitgenommen, weil das halt da einfach so stand. Von Chio für 75 Cent. Ja, habe ich schon gedacht. Nehmen wir mal mit zum Naschen für die Kleinen. Hat sich irgendwie lecker angehört. Winter Edition. Hätten lieber Frühling Edition gemacht. Nicht, dass es jetzt bald abläuft. Nee, im August 2019. Also haben sie noch Zeit, das zu essen. Und wie auch gesagt, der eigentliche Grund, warum ich zum Action bin, war... Ich habe Aufbewahrungsboxen gebraucht. Da gab es einmal so ein Dreier-Set, da sind drei Stück a 30 Milliliter drin. Das kostet 9,95 €, die Dreier-Box-Set. Weil ihr wisst ja, für meine Schnäppchen und auch für die Kinderkleidung, wo ich nicht mehr brauche und dabei irgendwo zwischenlagern muss, weil sie zu klein geworden ist. Oder von meiner Großen hebe ich ja alles auf für meine Kleine. Muss ja irgendwo alles zwischengelagert werden. Und da liebe ich diese durchsichtigen Boxen. Und bei Action ist, finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am allerbesten. Dann kamen auch mal zwei mit in einer anderen Größe, und zwar 42 Liter. Die haben gekostet 4,79 €. Ja, verschiedene Größen für verschiedene Sachen. Der Dachboden ja jetzt so langsam fertig wird, kann ich so langsam anfangen, alles ordentlich so zu sortieren, weil ich ja da so ein kleines Kapuff bekomme, wo dann einfach die Weihnachtsdeko, die Frühlingsdeko, ich habe keine Frühlingsdeko, Osterdeko und sowas einfach dann reingestellt werden kann. Und zuletzt kamen noch einmal zweimal so Riesenboxen mit, für 6,95 € jeweils die Box. 60 Liter ist da der Inhalt, also das sind die ganz großen, wobei es gibt nochmal größere. Da sind 100 Liter drin und die kosten 9,95 €. Aber wenn die zu groß sind, finde ich, kann man sie nicht mehr so gut heben, je nachdem, was man reintut. Also wenn man Klamotten in den 100 Liter Box tut, dann verschleppt man das einfach nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, nee, ich habe eh noch ein paar große. Die sind zwar alle voll, die Boxen, aber ich werde jetzt eh mal umsortieren. Werde die Kindersachen, wo zu klein geworden sind, mal auf den Basar bringen, weil bei uns fangen jetzt gerade die Basare an. Ja, das ist zwar eine Riesenarbeit, aber... Also wegschmeißen, finde ich, ist ein bisschen schade. Und über irgendwie Mami-Kreisel oder so das zu verkaufen, ist mir das zu viel Aufwand. Und irgendwie ist das dann auf dem Bazar irgendwie für mich persönlich am praktischsten. Ja, nur für die Altkleidersammlung sind die Kleider, die sind die einfach zu schade. Teilweise, da ich ja immer so viel kaufe manchmal. Manche Sachen wurden nicht mal zweimal getragen, so ungefähr. Weil es einfach der Anlass nicht da war, bei so schönen Kleidchen oder so. Ich denke mir viel öfters, die müsste ich einfach immer schön anziehen. Naja, ist ja wurscht. Ich laber und das interessiert bestimmt keinen. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich diesen Haul nenne. Ich weiß es nicht. Zwischeneinkaufshaul, Actionhaul, keine Ahnung. Es war so ein Mischmasch, aber irgendwie fand ich das, wo ich das jetzt gerade von hierher bis ins Auto, vom Auto bis zur Haustür geschleppt habe, dachte ich mir, das ist schon viel und da lohnt sich ein Haul und deswegen habe ich einen Haul gemacht. Ich hoffe, euch hat dieser Zwischeneinkaufshaul auch mal gefallen. Einfach was anderes. Ihr wisst ja, Dienstag kommen immer mal so
andere Videos, wie sonst, am Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wann ich mein Food Haul mache. Und am Sonntag eben das Food Diary. Das sind ja regelmäßige Videos. Und der Dienstag ist so oft das, was ich Bock habe, Videos, würde ich mal sagen. Ja, bla bla bla, Lisa. Ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ich kann schon nicht mehr labern, weil ich so viel gequatscht habe. Über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!